Ja, mal ganz kurz ein Update. 3. November, Gerste. Wird ein bisschen hell hier und da, macht nichts. Hatten wir letztes Jahr auch. Die vom letzten Jahr, die hat 9 Tonnen gebracht. Bei knapp über 50 Bodenpunkten. Aber guckt euch das hier mal an. Das ist direkt satt. Da liegt nichts mehr. Das glaubt mir doch keiner, dass ich hier nicht geackert habe. Mal, was sie sich alle zusammenziehen. Das ist so wahnsinnig spät und dann legen die irgendwann los. Oh, wer das gerade gesehen hat, da ein Loch ist. Alter Schwede. Guck doch mal. Gut. Das sollte nur ein kurzes Update sein. Viel wichtiger. Ich packe euch unten in die Beschreibung zwei Links rein, das ist einmal ein Video vom Marc Dümichen, das guckt euch bitte mal unbedingt an. Der haut da eine Wahrheit nach der anderen raus, das ist richtig geil. Und da ist noch mal was zu einem Kanal, das guckt euch aber erstmal selber an. Ne? So, hat sich jetzt gerade bei der Feldrundfahrt noch ergeben. Kleiner Nachtrag, hier auch Gerste. Ohne die Aufhellung. Die Fläche hier, die ist von den N-Min-Werten ein bisschen höher. Generell die ganze Gerste überall, die hat jetzt so über die letzten 2-3 Tage haben wir alle noch mal so ein bisschen Nährstoffcocktail übers Blatt gegeben. Mikronährstoffe, Nutrifeed und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, die hier, die ist ja. Die gefällt mir wirklich gut hier. Gehen wir mal ein bisschen rein mit Stand. Hoffen wir vom Wind, das geht alles. So. Das ist auch hundertprozentig. Und überlegt, was das ein Dreck hier war, wo wir hier reingedrillt haben. Also, guck mal in die Links rein. Mal hier ein Pilzchen, noch ein Pilzchen, ein Mäuschen, noch ein Pilz, noch ein Pilz. Und zum Abschluss hier auf 20 Bodenpunkten. Warum zeige ich euch das? Pilze sind erstmal generell ein gutes Zeichen, dass wir auch Pilzbiologie im Boden haben. Besser wäre natürlich jetzt noch, wenn wir noch viele unterschiedliche Arten finden. Das haben wir in manchen Jahren mal, ich glaube vor 2 Jahren, da hatte ich mal ein Video im Mais gemacht, aber das ist richtig deutlich zu sehen, oder vor 1,5 Jahren. Das ist voll mit Pilzen hier. So, auch angeknabberte. Ja, mit vielen Pilzen auf manchen Wiesen, das ist da voll dieses Jahr. Ja, da ist auch noch einer. Ja. So. Erste 20 Bodenpunkte. Denken wir auch okay, wie gesagt. Stickstoff ein bisschen knapp. Nährstoffmischung kam jetzt drauf. Wir haben November. Wird sowieso bald kalt. Dann ist eh vorbei für dieses Jahr. So, dann hier nochmal ein Bild. Das ist ein Monat alt in der Zwischenfrucht. Auch nochmal so ein paar Riesenpilze, andere Art. Und zum Abschluss nochmal eine Bitte, wirklich. Schaut unten in die Videobeschreibung den Link zu dem Kanal. Das wird auch noch weiter gefüllt. Da kommen noch internationale Sprecher noch mit bei von allen möglichen Ländern, dass man einfach sieht, die Landwirte sprechen alle in einer Sprache. Also wichtig, teilt es, abonniert es, gibt den Videos ein Like, damit einfach mehr verteilt wird. Und schaut euch auch bitte hier vom Georg Doppler das Video an. Der hat es in 6 Minuten eigentlich geschafft, alles zu sagen, was ich sagen wollte. Großes Lob, sehr gut geworden.
Und ja, man merkt halt irgendwie auch immer so bei den Videos, Mensch, es fällt einem irgendwie nachher immer auf, Mensch, sag mal, du das und das, das wollte ich doch ganz anders sagen, ne? Also mein Video, das kommt schon wieder, glaube ich, sehr no-till-lastig rüber. Wichtig ist für mich eigentlich die Sache, weniger Bodenbearbeitung ist besser. Einfach weniger, einfach einsparen und nicht irgendwie auf diesen Irrweg der mechanischen Unkrautbekämpfung gehen, weil das ist ein Schuss in Ofen. Damit höre ich jetzt auch auf. Guckt euch die Sachen bitte an. Ist gut geworden, ist sehr gut geworden. Auch hier von Marc Dümichen. Absolut top. Und ja, macht's gut.